Das Video hier zeigt eine Gruppe von Tauchern, die während eines Erdbebens unter Wasser waren. Einer versucht sich sogar noch an Korallen festzuhalten. Die werden einfach durch die Gegend geworfen. Überall wird Sand aufgeschleudert. Und wieso der einen Hut beim Tauchen anhat? Drip is life. Zwei Erdbeben mit einer Stärke von bis zu 7,2 haben im November Indonesien getroffen. Es ist nicht das erste Video dieser Art, aber definitiv das atemberaubendste. Indonesien hat fast wöchentlich Erdbeben vor der Küste. Die Region hat aber auch 90% aller Erdbeben weltweit. Selten bekommt man es aber aus so einer Perspektive zu sehen.